Ich möchte vorausschicken, dass ich ein begeisterter Europäer bin. Und gerade deswegen meine ich, es ist notwendig, den Drang, den Trieb, den es jetzt gibt zu einer Europäischen Union, nicht durch unsinnige und ja sogar falsche Normen, Vorschriften zu bremsen. Man kann die europäische Idee auch kaputt machen, indem man Dinge tut, die uns einfach schaden. Und deswegen verstehen Sie bitte diesen Vortrag, den ich jetzt halte, nicht als ein Argument gegen die Europäische Union, sondern ich will eine Union, in der die Bürger gut leben können, in der sie sich wohlfühlen. Diesem Ziel dient der Vortrag. Jetzt geht es um die Eurokrise. Für die Eurokrise gibt es viele verschiedene Gründe. Der erste ist eigentlich ziemlich trivial, sowas hat es immer schon gegeben. Vor jeder Wahl versprechen die Parteien ihren Wählern viele Wohltaten. Denken Sie an die Nachrichten in den letzten Tagen, auch bei uns geht es gerade wieder los mit den Versprechungen. Das sind die Geschenke der Regierungen an die Wähler und da brauche ich eigentlich gar nichts dazu sagen. In den Nachrichten ist ja auch schon die Frage gestellt worden, wer soll das bezahlen? Das war seit eh und je so und wird, fürchte ich, auch weiterhin so sein. Das Ganze drückt natürlich auf den Euro, ist ganz klar. Genauso die frühere Finanz- und Wirtschaftskrise ist hier ein Grund dafür, die Misswirtschaft in manchen Ländern nur. Das alles hat es eigentlich schon immer wieder gegeben, zum Teil ständig gegeben. Warum haben wir gerade jetzt eine solche Krise? Hier muss man aufpassen, was passiert ist bei der Einführung des Euro. Sie erinnern sich, wie das damals gegangen ist? Manche Länder haben durchgedrückt, dass ihre Währung etwas zu hoch eingestuft worden ist. Das war zum Beispiel der französische Franc und die griechische Drachme. Die Regierungschefs haben damals gedacht, durch diese höhere Einstufung tun sie ihren Ländern etwas Gutes. Aber das Gegenteil ist eingetreten. Denn die Leute haben plötzlich im Vergleich zu den anderen Ländern mehr Geld gehabt. Ich nehme jetzt einfach als Beispiel Griechenland. Nicht, dass ich etwas gegen die Griechen hätte, aber das war jetzt so viel in den Medien, dass das, glaube ich, da ganz deutlich wird. Die Griechen haben durch die relative Aufwertung der Drachme, also einfach durch die höhere Einstufung beim Euro, die Möglichkeit gehabt, günstig im Ausland, sprich in Deutschland, einzukaufen. Und das haben sie auch weitlich getan. So hat Deutschland darauf gedrängt, dass das griechische Militär sich mit allen möglichen Kriegsgeräten eindeckt. Ich weiß nicht, ob es den Griechen was geholfen hat, den Deutschen hat es was geholfen, weil man natürlich viel verkauft hat. Aber letzten Endes hat es den Griechen sehr geschadet, denn das Geld war dann weg. Und schlimmer noch als diese mehr oder weniger einmalige Erhöhung war was anderes. Durch die höhere Einstufung ist natürlich die Arbeitskraft in Griechenland, in Frankreich und so weiter teurer geworden. Das heißt, die Produkte dieser Länder sind teurer geworden. Mit anderen Worten, die Griechen haben ja viel zum Beispiel durch Tourismus verdient. Die Serviceleistungen im Tourismus sind teurer geworden, waren letzten Endes zu teuer, teurer als zum Beispiel in der Türkei nebenan. Die Folge war, dass viele Touristen nicht mehr nach Griechenland, sondern in die Türkei gegangen sind. Ähnlich war es bei der Industrie in Frankreich. Die Produkte sind einfach zu teuer geworden. Und nur als Beispiel, in Griechenland sind von 1998 bis 2010 die Löhne effektiv inflationsbereinigt um 80% gestiegen, in Deutschland dagegen nur um 0,8%. Und dieser Unterschied macht sich natürlich in den Preisen der Produkte bemerkbar. Das ist ganz klar. Deutschland hat sehr davon profitiert, obwohl es eigentlich am Anfang zu niedrig eingestuft worden ist. Das heißt, man hatte am Anfang den Eindruck, das ist ein Nachteil für Deutschland. Das war es nicht, das war letzten Endes ein Vorteil. Und dann zahlt Deutschland letzten Endes aber für seine Exporte noch selbst, die laufen mehr oder weniger auf Kredit,
aber davon sprechen wir nachher. Gut, fassen wir nochmal zusammen. Die Eurokrise in Griechenland, in Frankreich und ähnlichen Ländern war verursacht durch mehr Konsum, durch die falsche Einstufung der Währungen, durch verbilligte Importe, gesunkene Produktivität und dadurch sind die öffentlichen und privaten Schulden gestiegen. Das war zunächst kein Problem, denn zu dieser Zeit, auch heute noch, sind die Zinsen ja extrem niedrig auf historischen Tiefständen. Und dann hat man locker gesagt, wir können uns ja die Zinsen leicht leisten, wir gehen mit der Verschuldung hoch. Das ging für Länder wie Deutschland. Das ging nicht für Griechenland. Sie wissen, wie die Sache weiterging. Die Ratingagenturen haben plötzlich Griechenland hochgestuft und dann konnten sie die Zinsen nicht mehr zahlen und hatten ein Riesenproblem. Das ist hier angedeutet. Auch Deutschland wäre übrigens zahlungsunfähig, wenn wir ähnlich hohe Zinsen zahlen müssten wie Griechenland. Aber der größte Fehler bei der Einführung des Euros war meiner Meinung nach, dass man versucht hat, völlig unterschiedliche Volkswirtschaften in einer Währung zusammenzufassen. Das ist eigentlich klar, dass sowas schiefgehen muss. Denken Sie an Italien. Italien hat in den 90er Jahren eine recht erfolgreiche Wirtschaftspolitik gemacht. Das lief sehr gut. Aber notwendig, damit es so gut lief, war, dass ein paar Mal dazwischen die Lira abgewertet wurde. Das hat zwar manchen Leuten, vor allem Touristen und Ähnlichen, nicht gepasst, aber für die italienische Wirtschaft war das das Schmierbild. Heute geht sowas nicht mehr. Heute fasst man völlig unterschiedliche Volkswirtschaften zusammen, die sich unterschiedlich entwickeln, das ist das Wichtige, und kann das nicht mehr ausgleichen. Und die Folge sehen Sie zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland müsste eigentlich die Währung höher bewertet sein, man müsste genau genommen aufwerten, geht nicht. Also sind die deutschen Produkte umso mehr konkurrenzfähig im Vergleich zu den übrigen in Europa. Diese Fehler waren eigentlich allen Volkswirten klar, die ein bisschen nachgedacht haben, waren klar bei der Einführung des Euros. Es gibt Bücher, man kann das historisch nachweisen, die zu dieser Zeit erschienen sind. Es sind die Klagen beim Bundesverfassungsgericht eingereicht worden. Das heißt, das ist alles bestens dokumentiert. Man wusste, dass man Fehler macht. Man wusste, dass es hier zu Schwierigkeiten kommen muss. Und trotzdem hat man es gemacht. Warum? Unsere Regierung, jeder einzelne Minister schwört, dass er seine ganze Kraft dem Wohl des deutschen Volkes widmet. Haben Sie das hier getan? Schauen wir uns nochmal Griechenland genauer an. In Griechenland waren ja die Bedingungen nicht so, dass sie die Kriterien für die Aufnahme in die Eurozone erfüllt hätten. Und dann kam die Finanzgruppe Goldman Sachs und hat mit dem Chef der griechischen Notenbank verhandelt und sie haben eine Bilanzverschleierung gemacht. Ich darf nicht sagen Finanzfälschung, sonst könnten Sie mir da was anhängen. Ich muss sagen Finanzverschleierung. Sie haben einfach Posten in Auslandsgeld verschoben. Aber wer hat das gemacht? Das hat die Firma Goldman Sachs gemacht. Und interessant ist, dass bei der entscheidenden Sitzung, wo es um die Aufnahme Griechenlands in die Eurozone ging, ein Mann ausdrücklich gesagt hat, die Bilanz stimmt so nicht. Und er ist fast mit Schimpf und Schande aus dem Saal geworfen worden. Das heißt, die entsprechenden Minister in der Eurozone wollten das nicht hören. Kann man das mit einer übertriebenen Europa-Euphorie erklären? Ich glaube nicht. Denn hier geht es um Geld, hier geht es um die wirtschaftliche Existenz eines Landes. Warum hat man also diese Warnungen nicht beachtet? Jetzt gehen wir weiter. Die Krise kam, sie musste kommen, sie wurde längst vorausgesagt. Man hat verschiedene Rettungsschirme gemacht. Als erstes hat man nur Garantien abgegeben für die schwachen Länder, zum Beispiel für Irland, für Griechenland und so weiter.
Garantien, mit denen man erreichen wollte, dass die Ratingagenturen sie besser einstufen und die Zinsen runtergehen. Das ging nur kurze Zeit gut und dann gab es verschiedene Rettungsschirme, die Vorläufer vom Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM waren zunächst der EFSF und der EFSM. Ich spaß Ihnen, das auf Englisch zu sagen, was das bedeutet. Interessant ist die Struktur dieses Rettungsschirms. Der Rettungsschirm selber ist eine Art Bank, hat viele Vollmachten, die eine Bank hat. Das Direktor oder die Bank wird geleitet letzten Endes vom Gouverneursrat. Das ist die Versammlung der Finanzminister der Euro-Staaten. Aber nachdem die Finanzminister nicht immer beim ESM sein können, sondern andere Aufgaben haben, kann jeder Finanzminister einen ihm zugeordneten Direktor bestimmen. Der ist nicht gewählt, gar nichts, sondern der Finanzminister bestimmt ihn. Und das Direktorium macht zusammen mit dem geschäftsführenden Direktor so die täglichen Geschäfte, wirklich nur ganz wichtige Grundsatzentscheidungen macht der Gouverneursrat. Wenn man dieses Bild so ansieht, dann heißt das doch, dass der ESM nicht demokratisch legitimiert ist. Die Finanzminister geben ihre Verantwortung ab. Das ist einmal der erste wichtige Punkt. Aber der ESM verfügt über ungeheure Gelder. Das Kapital ist insgesamt 700 Milliarden Euro, das jederzeit eingefordert werden kann. In der Kasse sind eigentlich im Augenblick oder auf Dauer nur 80 Milliarden Euro. Davon treffen Deutschland 27%, also rund 21,6 Milliarden Euro. Die 27% von den 700 Milliarden sind knappe 190 Milliarden Euro. Wie gesagt, die liegen nicht als Geld oder als Goldbarren da in den Räumen des ESM, sondern sie sind abrufbereit. Im Extremfall innerhalb von 7 Tagen. Man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen. Es wird wohl nie dazu kommen. Und eine weitere Bedingung ist, dass es ja dazu da ist, um Länder zu retten, die nicht zahlungsfähig sind. Und dann ist die Bestimmung, dass die Länder, die nicht zahlungsfähig sind, dann deren Teil von den restlichen übernommen wird. Jetzt, wer ist zurzeit nicht zahlungsfähig? Das ist Irland, Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, Zypern. Slowenien, ja gut. Wenn man das zusammennimmt, dann kommen wir für Deutschland auf nicht ganz die Hälfte dieser Beträge. Und dann sind wir in der Größenordnung unseres Bundeshaushalts. Jetzt, es wird nicht dazu kommen, aber rein theoretisch in den Verträgen könnte man verlangen, dass innerhalb von 7 Tagen dann ein Bundeshaushalt überwiesen wird. Und zwar bestimmen darüber theoretisch die Gouverneure, praktisch der geschäftsführende Direktor und die Direktoren, also ein nicht demokratisch gewähltes Gremium. Ist sowas Demokratie? Übrigens, bei dieser Sache fällt mir ein Spruch ein, wenn man die Kommission fragen würde, was sie dazu sagen, zu diesen ganzen Anschuldigungen, dann würden sie sagen, wir wollen doch nur euer Bestes, nämlich euer Geld. Gut, eine weitere Schwierigkeit ist bei diesem Euro-Rettungsschirm, dass wir praktisch einen wesentlichen Teil unserer Finanzhoheit aufgeben, und zwar nicht an irgendein demokratisches Gremium, sondern an ein Gremium aus Finanzfachleuten, internationalen Finanzfachleuten. Der ESM ist unkündbar. Das ist einer der Punkte, warum dieser Vertrag meiner Meinung nach sittenwidrig ist. Und keine beim ESM beschäftigten Person kann gerichtlich verfolgt werden. Das heißt also, die genießen völlige Immunität. Und nicht nur die Personen genießen Immunität, sondern auch das Geld und die Bücher genießen Immunität. So steht es im Vertrag. Für mich ist das das erste Mal,
dass ich lese, dass ein Buch Immunität gelesen hat. Und die Rechnungsprüfer müssen vom ESM selber akzeptiert werden. Solche Regeln gibt es in Deutschland bei Privatfirmen, aber nicht bei öffentlichen Institutionen. Sie sehen also, das sind Dinge, die einfach für mich unglaublich sind. Und deswegen bin ich der Meinung, dass dieser Vertrag sittenwidrig ist. Im ESM steht ausdrücklich drin, er ist unkündbar, aber ein sittenwidriger Vertrag muss meiner Meinung nach gekündigt werden. Und deswegen der Hinweis auf diese Aktion Ausstieg aus dem ESM. Meiner Meinung nach steht dieser Austritt dieser Klausel nicht entgegen. Ich hätte mal kurz eine Frage. Können Sie mal sagen, wie es zu dem Ganzen überhaupt kam? Also wer quasi diesen ESM überhaupt initiiert hat? Im Wesentlichen dahinter gestanden war die deutsche Bundesregierung. Nicht allein, zusammen mit der Kommission, aber von den Regierungen hier war die treibende Kraft die deutsche Bundesregierung. Aber warum? Warum? Ich mag nicht spekulieren. Aber die Frage ist tatsächlich berechtigt. Warum hat sie das gemacht? Ich will sie hier offen lassen. Ich verlasse mich nur auf Dokumente, die ich schwarz und weiß vor mir liegen habe und mag nicht spekulieren. Gut, ein weiteres Problem in dieser ganzen Kette ist die Europäische Zentralbank, EZB. Denn sie hat angekündigt, voriges Jahr, dass sie Staatsanleihen in unbeschränkter Höhe kaufen will. Nicht nur inzwischen Staatsanleihen, unter Umständen auch Anteile von Banken. Aber gerade bei den Staatsanleihen ist das ein ganz klarer Vertragsbruch. Im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union steht drin, dass das nicht der Fall ist, dass das nicht sein darf. Und Deutschland ist mit 27% an der EZB beteiligt. 27% von unendlich ist immer noch unendlich. Das heißt also, für die Zahlungen, wenn das Ganze schief geht, von Deutschland gibt es keine Obergrenze. Auch das ist meiner Meinung nach ein ganz scharfer Bruch jeder Demokratie. Und vergleichen wir jetzt die Situation mit den USA. Die USA sind ein Bundesstaat und meiner Meinung nach sogar ein recht straff organisierter Bundesstaat. Aber in den USA ist es nicht möglich, dass ein Staat dem anderen finanziell aus der Gemme hilft. Das geht nicht. Das bedeutet, dass jetzt schon die Europäische Union weit zentralistischer ist als die USA. Wo es doch eigentlich heißt, es gilt das Subsidiaritätsprinzip, jedes Land soll für sich selber entscheiden können, nur die Dinge, die man unbedingt gemeinsam machen muss, sollten gemeinsam gehen. Nein, es werden Verträge gebrochen, ganz explizit, und Dinge getan, die in Richtung eines zentralistischen Einheitsstaats gehen. Kann man da schon sagen, dass das mafiöse Strukturen sind? Könnte man sagen, wenn man genauer hinschaut, wie sowas zustande kommt. Ich will es nicht sagen hier, auch wenn es so im Raum steht, weil ich auch das so schriftlich nicht vor mir liegen habe. Entschuldigung. Aber ich meine, es ist klar. Wer drängt denn die Kommission, dass sie solche Dinge macht? Wir kommen noch nachher darauf zurück. Gut, bei der Europäischen Zentralbank ist es also so, dass sie Gelder unter Umständen zahlt zur Rettung von Staaten. Der Gouverneursrat fällt alle wichtigen Entscheidungen, die normalen Entscheidungen, das Direktorium und der geschäftsführende Direktor. Bei der EZB gibt es 17 Mitgliedsländer, und jedes Mitgliedsland hat eine Stimme. Das heißt, Deutschland hat das gleiche Gewicht wie Malta. Und jetzt ist die groteske Situation, dass die Südländer, um nicht zu sagen Südstaaten, wollen, dass sie starke Finanzhilfen bekommen. Deutschland hat sich mehrmals dagegen gewehrt. Es kann nicht, es wird einfach überstimmt. Wenn Malta und Italien zusammenstimmen, ist Deutschland überstimmt. Also Sie sehen auch hier
starke strukturelle Schwächen. Deutschland muss einfach 27% von all diesen Dingen auf sich nehmen. Das nächste Problem, ja? Wir haben zwar eine gemeinsame Bank und eine gemeinsame Währung sozusagen, aber es fehlt ja auch eine Wirtschaftspolitik irgendwie. Also der Unterbau, der fehlt ja irgendwie. Es fehlt überall die Währung, aber der Unterbau fehlt. Da komme ich noch dran dazu. Das ist etwas, was gerade sozusagen in der Mache ist. Es gibt Entwürfe, die auch hier, kann ich dann gleich sagen, die der Kommission die Macht gibt, eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik zu machen. Das sind Dinge, wo sich auch hier die Kommission Dinge aneignet, wozu sie eigentlich kein Recht hat. Das geht wie mit Zuckerbrot und Peitsche. Die Länder, die sich diesen Regeln unterwerfen, bekommen zunächst einmal eine finanzielle Hilfe. Und die, die es nicht machen, werden irgendwie dann hinten angestellt. Das bedeutet also, hier reißt die Kommission mit vielen Tricks Dinge an sich, zu denen sie eigentlich kein Recht hat. Das sind Entwürfe, die gerade laufen, die noch nicht beschlossen sind. Auch hier muss man wissen, das EU-Parlament hat dazu nichts zu sagen. Diese Wirtschafts- und Finanzpolitik ist außerhalb des Bereichs, für das das EU-Parlament zuständig ist. Das geht alles so an der Demokratie da vorbei. Die Entwürfe stammen von der Kommission und beschlossen werden sie dann letzten Endes vom Ministerrat. Hier sind zwar gewählte Minister drin, aber so ganz nach den demokratischen Regeln geht es hier auch nicht zu. Gut, ein weiteres Problem ist der Fiskalpakt. Der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, ist gleichzeitig mit dem Fiskalpakt auf den Weg geschickt worden. Man hat so argumentiert, wenn man den Ländern schon aus den Schulden hilft, dann will man sie auch zu einer Finanzdisziplin, hat es so schön geheißen, zu einer Finanzdisziplin anhalten. Deutschland ist zum Beispiel mit 82% verschuldet. Deutschland könnte jederzeit ein Defizitverfahren bekommen. Aber die EU wäre ja blöd, wenn sie es täten. Denn zurzeit zahlt ja den größten Teil dieser ganzen Beiträge Deutschland. Das heißt, man schlachtet das Huhn nicht, das goldene Eier nicht. Aber sobald wir nicht mehr so zahlen, müssen wir damit rechnen, dass wir ein Defizitverfahren bekommen. Und was bedeutet so ein Defizitverfahren? Das bedeutet, dass die Troika, also im Wesentlichen die EU-Kommission, die EZB und der Internationale Währungsfonds, die Wirtschaftsfinanzpolitik des Landes kontrollieren und damit auch die Sozialpolitik, denn die kostet ja Geld. Denken wir an Griechenland. Warum macht also gerade die Bundesrepublik, und die Bundesrepublik war auch hier wieder eine der treibenden Kräfte, warum schließt die einen Vertrag ab, wo sie selber dran ist, wo sie selber jederzeit in ein Defizitverfahren reingebracht werden kann? Ich frage mich, ist es wirklich so, dass die unsere Minister und unsere Abgeordneten mit aller Kraft für das Wohl des deutschen Volkes sich einsetzen können? Gut, was bedeutet das also nochmal? Der Einfluss des Staates auf die Wirtschaft wird ausgeschaltet, das übernimmt die Troika, die Sozialleistungen werden abgebaut, denn schließlich muss das Geld ja irgendwo herkommen, das man da zahlen soll, und alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird privatisiert. Ein weiterer Punkt, der oft nicht beachtet wird, ist das System, wie finanzielle Transaktionen in Europa gemacht werden. Ich hacke immer auf den Griechen rum, aber Sie wissen, ich mag die an sich sehr gerne, aber das ist einfach ein Beispiel, was so oft durch die Zeitungen gegangen ist, deswegen bleibe ich dabei. Angenommen, ein Grieche kauft sich einen Mercedes. Dann wird die Firma, wo er es kauft, natürlich den Kaufpreis verlangen. Das heißt, der Grieche zahlt den Kaufpreis an seine Bank und diese Bank überweist, sollte theoretisch das an Mercedes überweisen. Tut es aber nicht direkt, darf es nicht. Sondern sie zahlt das Geld
an die griechische Notenbank. Die griechische Notenbank hat bei der Europäischen Zentralbank ein Konto. Und die griechische Notenbank überweist das Geld aber nicht auf das Konto, sondern auf dem Konto wird nur ein Fehlbetrag eingeschrieben. Das heißt, da steht drauf, die griechische Notenbank hat jetzt Schulden von dem Preis von dem Mercedes. Dann hat aber auch die Deutsche Bundesbank ein Konto bei der EZB und die bekommt das Geld auch nicht, sondern auf dem Konto steht drauf, die Deutsche Bundesbank sollte jetzt Geld bekommen für den Preis des Mercedes. Aber die Deutsche Bundesbank muss das dann an die Hausbank von Mercedes weiter überweisen, und zwar als Bargeld. Und die Firma Mercedes kriegt das. Was passiert? Bei der EZB ist der Schnitt. Da wird das Geld nicht weitergeleitet. Und so geben wir, genauer die Deutsche Bundesbank, faktisch eine Art Kredit an die griechische Zentralbank für den Kauf des Mercedes. Nun, bei Mercedes ist das nicht tragisch. Wenn sie aber 20 Schiffe kaufen für das Militär, dann ist das schon tragischer. Oder wenn sie andere Dinge kaufen. Mit anderen Worten, durch den Euro sind zwar die Exporte von Deutschland zunächst, heute ist es etwas anders, stark gestiegen. Aber wir haben einen großen Teil dieser Exporte praktisch auf Kredit nur geliefert. Das Geld ist der deutschen Wirtschaft entzogen. Denn was hilft es der deutschen Wirtschaft, wenn bei der EZB in irgendeinem Buch drin steht, ihr bekommt zurzeit 608 Milliarden. Das Geld fehlt. Und so bin ich sehr skeptisch, wenn man sagt, der Euro hat ja der deutschen Wirtschaft solche Vorteile gebracht. Gut, es haben in den ersten Jahren wirklich viele Firmen exportiert, aber der deutschen Wirtschaft ist dieses Geld entzogen worden. Da bin ich jetzt echt überfragt. Ich meine, auch die Banker sind ja eigentlich nicht auf den Kopf gefallen. Die wussten wohl, was sie tun. Warum sie es getan haben. Ein Punkt, der jetzt von der Zypernkrise ausgegangen ist, ist die Bankenunion. Die Zypernkrise, ob sie wirklich eine echte Krise war oder nur zu sowas hochstilisiert worden ist, ist eine andere Frage. Aber die Zypernkrise hat ja die Frage aufgeworfen, sind die Banken sicher, was passiert, wenn sich die Banken verzocken? Da muss man noch vorausschicken, dass im letzten Jahr 2012 die Südländer in Europa gegen den Willen von Angela Merkel durchgesetzt haben, dass die Banken jetzt direkt von Europa gerettet werden können. Das heißt, dass die Länder, in denen die Banken sind, nicht mehr für die Schulden der Banken haften müssen. Und das hat uns zunächst einmal sehr geärgert, weil so Banken sind schlechter zur Kasse zu bitten als ganze Staaten und trotzdem, wir zahlen dafür. Jetzt hat das eben die Frage aufgeworfen, macht man nicht hier gemeinsame Regeln für alle europäischen Banken? Und das ist der erste Schritt der Bankenunion, eine ganz sinnvolle Sache, die schlimmsten Zockereien verhindern sollen. Wenn man schaut, was inzwischen herausgekommen ist, habe ich meine Zweifel, ob es das wirklich verhindert. Denn wer beaufsichtigt das Ganze, wer stellt auch die Regeln letzten Endes aus? Das ist die Europäische Zentralbank. Und der Chef der Europäischen Zentralbank ist ein Mann von Goldman Sachs, also selber von einem Großinvestor, der natürlich Eigeninteressen hat. Also hier muss man sehr vorsichtig sein, was praktisch rauskommt. Vom Prinzip her ist das aber der richtige Ansatz. Der nächste Punkt ist, dass man einen Fonds hat zur Abwicklung bzw. Rettung von Banken. Einen Fonds für die Abwicklung von Banken gibt es in Deutschland. Denn wir haben ja die Garantie, dass Sparer, die bis zu 100.000 Euro auf einer Bank liegen haben, bei einem Zusammenbruch einer Bank dieses Geld bekommen. Und das Geld kommt von einem gemeinsamen Fonds. So etwas will man für ganz Europa machen, wobei es meines Wissens nach im Augenblick noch nicht entschieden ist,
ob das ein gesamteuropäischer Fonds sein soll oder für jedes Land getrennt. Also da weiß ich nicht, was rauskommt. Nur, was bedeutet das praktisch? Die Schulden der europäischen Banken sind von der Größenordnung von 9 Billionen Euro. Wenn Sie wissen, Million hat 6 Nullen, Milliarde hat 9 Nullen, Billion hat 12 Nullen. Also eine 9 und 12 Nullen dahinter. Das sind wohl die Schulden, wobei man sich hier nicht auf wirklich exakte Zahlen verlassen kann, das sind Schätzungen. Das gesamte Vermögen in Deutschland, wenn man wirklich alles zusammenrechnet, ist weniger als das. Und wenn wir da irgendwie in größerem Maß zur Kasse gebeten werden im Rahmen der Bankenunion, dann haben wir in Deutschland ein Problem. Und nicht nur wir in Deutschland. Und, aber es ist eben gesagt worden von Draghi, dem Chef der Europäischen Zentralbank, dass dieser Fonds nicht ausreicht. Er denkt als nächstes an den ESM, dass der ESM zur Rettung von Banken da sein soll. Aber die 700 Milliarden, das ist so viel Geld, das ist, aber dafür ein Klacks. Also das wird nicht ausreichen und auch das ist Draghi klar. Wo das restliche Geld herkommen soll, da bin ich überfragt. Ein weiterer Punkt ist die Einlagensicherung, die jetzt nicht zur Diskussion steht. Bis zur EU-Wahl wird dieses Thema wohl nicht angesprochen. Danach erwarten viele Leute, dass eine gesamteuropäische Einlagensicherung kommt. Das würde bedeuten, dass unter Umständen auch deutsche Sparvermögen für die Auszahlung von ausländischen Sparvermögen herangezogen werden können. Jetzt sieht man, das Ganze hat ja irgendwo schon den Anschein, dass da was verrückt ist. Wem nützt das Ganze? Warum macht man sowas? Der erste Punkt ist sehr naheliegend. Die Firma Goldman Sachs hat ja letzten Endes die Euro-Krise irgendwo eingeleitet mit ihren Bilanzverschleierungen in Griechenland. Goldman Sachs verdient sehr prächtig daran. Sie haben also da durchaus im Eigeninteresse gehandelt. Der erste naheliegende Punkt ist, dass heute das Geld auf dem Markt fast umsonst, also fast ohne Zins zu haben ist, aber diese Länder mit schlechten Noten bei den Ratingagenturen müssen sehr hohen Zins zahlen. Und die Differenz im Zins ist der Gewinn der Bank. Jetzt stellen Sie sich vor, wir würden nur 4% Zins annehmen. Dann ist die Differenz mehr als 3%. Wenn Sie 3% von irgendwie 50 Milliarden nehmen, das reicht wohl so als Gehalt. Ich meine, damit lässt sich wirklich sehr viel Geld verdienen. Das ist naheliegend. Für Goldman Sachs sind wohl andere Dinge wichtiger. Die haben gegen den Euro spekuliert. Sie haben auch Insiderwissen aus Verhandlungen mit der spanischen Regierung rausgegeben und damit Geld mit Wetten gemacht. Das heißt also, es geht hier nicht nur um diese Kredite. Aber wichtig ist vor allem auch, dass diese Kredite völlig ohne Risiko sind. Denn erstens gibt es eine Rückversicherung für Banken. Die größte davon ist die American Insurance Group. Und die besteht mit aller Härte darauf, dass die Schulden zurückgezahlt werden. Das Ausbluten von Griechenland geht zum Teil zumindest auf diese American Insurance Group zurück, die das Geld zurückhaben will. Aber für die Banken, die hier viel Geld verdienen, ist das praktisch ohne Risiko. Denn selbst wenn ein Land einen Schuldenschnitt bekommt, irgendwo zahlen ja wir mit unseren Steuern dann für den Ausgleich. Das heißt also, man kann vielleicht ein bisschen was verlieren, aber im Wesentlichen ist das relativ risikolos. Ich muss noch fragen, von was für einer Karte gegenüber Griechenland ist da die Rede? Bitte von? Sie sprachen eben von einer Härte gegenüber Griechenland. Eigentlich klingt das gut, aber... Die Härte ist die, dass jetzt innerhalb relativ
ja, weiß nicht, ob man kurze Zeit sagen kann, diese Schuldentilgung verlangt wird. Meiner Meinung nach ist das Problem bei Griechenland jetzt schon ja, gelaufen. Man hätte am Anfang, als die Schulden noch nicht so groß waren, das relativ leicht durch direkte Zahlungen lösen können. Griechenland hat, wenn ich mich recht erinnere, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, nur wenige Prozent des gesamten BIPs von der Eurozone. Das heißt also, das wäre auch für die Eurozone machbar gewesen, das ganze Problem gar nicht aufkommen zu lassen. Und das verstehe ich unter Härte, denn in Griechenland ist es wirklich schlimm. Es gibt genügend Leute, die hungern, die echt hungern. Jugendarbeitslosigkeit. Ich habe heute gehört, dass die Zahl von über 50% geschönt ist. Es soll in Wirklichkeit schlimmer sein. Ich kann es nicht nachprüfen. Auf jeden Fall unbestreitbar ist, dass das Volk in einer sehr schlechten Situation ist. Gut, ich gebe zu, es war immer ein Schlendrian in Griechenland. Aber vor der Euro-Krise haben sie sich immer irgendwie rausgeholfen. Und jetzt werden die damals schlau angezogen. Ein Punkt, den ich noch erwähnen sollte, ist der Dollarkurs. Ich rede davon, wem nützt das? Ich sage nicht, wer ist schuld. Aber es nützt auf jeden Fall der Tatsache, dass vor ja, knapp 10 Jahren die Diskussion war, viele internationale Geschäfte auf der Basis des Euro und nicht des Dollars abzuwickeln. Und das wäre für die USA eine Katastrophe gewesen, denn die drucken ja laufend Geld. Und solange alles in Dollar ausgewiesen wird, ist das egal. Dann ist der relative Dollarkurs für diese Art von Zahlungen unwichtig. Wenn aber die Geschäfte in Euro abgewickelt würden und der Euro stabiler wäre, als der Dollar, dann hätten die Amerikaner im Laufe der Zeit ein großes Problem. Das ist tatsächlich viel diskutiert worden. Das Problem ist jetzt vom Tisch. Ja? Für die Griechen, für die Bürger ist es sehr hart. Ja. Aber die Leute, die Griechen, die viel Geld haben, die bringen das Geld in die Schweiz. Ja. Wie kann man das verhindern? Die Schweiz auflösen. Das müsste man durch innergriechische Gesetze verhindern. Aber wenn Sie solche Gesetze einführen, dann brauchen diese Gesetze Zeit lang, bis sie rechtskräftig werden. Und in dieser Zeit sind dann die Leute weg. Also konkret, ich wüsste keine Lösung, die wirklich greift. Die Deutschen haben doch eine kleine Lösung gefunden. Wie? Die Steuerflucht haben wir doch auch. Aber die Schweiz muss etwas zurückzahlen an die Deutschen. Ja, das sind jetzt Sonderprobleme. Das Wichtigste ist ja, dass die Steuerpflichtigen überhaupt in dem Land ihre Steuer zahlen. Und wir haben ja, denkt man bloß an berühmte Fußballer, die dann einfach 20 Kilometer hinter der Grenze in Österreich wohnen und ähnliches. Also wirklich gelöst ist das Problem in Deutschland auch nicht. Gut. Gehen wir weiter. Ich habe vorher ein paar Mal die Firma Goldman Sachs erwähnt. Ich glaube, die sollten wir hier genauer anschauen. Diese Firma hat die Bilanzverschleierung Griechenlands durchgeführt in Zusammenarbeit mit dem damaligen Chef der griechischen Zentralbank, Lukas Papadimos. Und wen wundert's? Zu der Zeit, wo in Griechenland die Diskussion war, sollen wir nicht aus dem ganzen Eurosystem aussteigen? Sollen wir den Staatsbankrott akzeptieren? Da war plötzlich dieser Herr Lukas Papadimos Staatschef. Und zwar ist er nicht etwa gewählt worden als Spitzenkandidat einer Partei in einem großen Wahlkampf. Nein, das ging mehr oder weniger unter der Hand mit der Wahl innerhalb des Parlaments. Er war der große Retter aus der Not. Ganz ähnlich war es mit Mario Monti. Übrigens in etwa zum selben Zeitpunkt. Auch er war ein Mann von Goldman Sachs. Und er war in dieser kritischen Zeit, wo es auch in Italien für diese Gelder um die Wurst ging, italienischer Regierungschef. Auch nicht als Spitzenkandidat in einer allgemeinen Wahl zu dem Amt gekommen, sondern intern.
Mario Draghi, der Chef der EZB, war von 2002 bis 2005 Vizepräsident von Goldman Sachs in London. Und Goldman Sachs ist eine von den Gruppen, die durch die Euro-Krise sehr viel Geld verdienen. Jetzt, wenn Sie an die drei Profitgründe denken, die ich vorher angesprochen habe, die dritte war, dass die EU-Kommission mehr Macht bekommt, als sie eigentlich nach den Verträgen hat. Wie geht das im Einzelnen? Mit dem Fiskalpakt bekommt die EU-Kommission die Möglichkeit, Defizitverfahren gegen einzelne Länder einzuleiten. Und wenn das der Fall ist, dann übernimmt sie dort zusammen mit anderen die gesamte Finanz- und Wirtschaftspolitik. Das heißt, dann sind die Parlamente, die lokalen Regierungen entmachtet. Die Macht geht auf die EU-Kommission im Wesentlichen über. Und das ist wieder ein Schritt weit weg von einer Demokratie. Denn die EU-Kommission wird als solche, die Kommissare von den einzelnen Ländern, in Absprache mit den Wirtschaftsinstituten, mit den Wirtschaftsgruppen bestimmt und nur insgesamt dann vom Europäischen Parlament bestätigt. Keine einzelne Aktion der EU-Kommission kann vom Europäischen Parlament kritisiert werden. Es kann auch nicht ein einzelner Kommissar abgewählt werden, sondern nur die Kommission als Ganzes. Das heißt also, die Einflussmöglichkeit eines Parlaments, irgendeines und vor allem des Europäischen Parlaments, auf die Kommission sind sehr, sehr beschränkt. Wenn also der Euro in der jetzigen Form erhalten werden soll, dann muss man das Problem lösen, dass man die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Euro-Länder vereinheitlicht. Und das ist die einzige Möglichkeit, dass man das der EU-Kommission übergibt. Das heißt also, dann sind wir wieder weit, weit zentralistischer als die USA in Europa. Dann hat ein nicht demokratisch legitimiertes Gremium die Macht über die gesamte Wirtschafts- und Finanzpolitik der Euro-Länder. Da müsste halt gewählt werden. Man müsste die EU von der Verfassung her reformieren. Eine der alten Forderungen der ÖDP. Ja. Warum will die EU-Kommission diese Macht? Der Grund ist einfach. Sie will die neoliberale Wirtschaft einführen. Die neoliberale Wirtschaft, da komme ich nachher gleich drauf, dass die nützt den großen internationalen Konzernen. Und die EU-Kommission steht unter ungeheurem Druck von diesen Konzernen. Die Konzerne haben ihre Häuser, ihre Lobbyzentralen direkt verstreut in den EU und um die EU-Gebäude herum. Zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung hat ihr Büro, was heißt Büro, das sind riesen Stockwerke, genau in dem Raum, wo die Presse der EU gemacht wird. Sie sehen also die Verwebung dieser Lobbygruppen mit den EU-Institutionen ist sehr, sehr eng. Und auf jeden Kommissar kommen ein paar tausend Lobbyisten. Ja? Und die Diskussion hinterher machen. Ja. Mir ist es egal. Machen wir hinterher. Gut, machen wir es hinterher. Ja. Gut, ein letztes hierzu noch. Die demokratischen Entscheidungen sind natürlich für diese großen Gruppen ein Problem, für die großen internationalen Konzerne. Denn die lassen Sozialabbau und sowas natürlich ungern zu, wenn sie demokratisch sind. Also muss man, wenn man diese Ziele verfolgt, Demokratie, demokratische Einflüsse möglichst gering halten. Das EU-Parlament hat im wirtschaftlichen Bereich sowieso nichts zu sagen. Das ist nicht das Problem. Aber die nationalen Parlamente sind ein großer Hemmschuh für diese Konzerne. Denken Sie an die Gentechnik. Die Gentechnik, da ist noch ein Rest da, über den die nationalen Parlamente entscheiden können. Wenn also eine Firma wie Monsanto in Europa Gentechnik einführen will, müsste sie über die einzelnen Bedingungen, der Rahmen gibt die EU vor, aber die einzelnen Bedingungen,
mit jedem einzelnen Land aushandeln. Und Sie wissen ja, dass sich diese Konzerne aus Deutschland zurückgezogen haben. Jetzt kommt es über die Hintertür fürchtig wieder rein mit der Freihandelszone, aber das ist eine andere Sache. Gehen wir nochmal zurück auf die neoliberale Wirtschaft. Das ist also etwas, was möglichst gute Bedingungen für internationale Konzerne machen soll. Diese Forderungen sind im Wesentlichen in der Chicagoer Schule entstanden, Gründer Milton Friedman. Und dieser Milton Friedman hat diese Dinge in fürchterlicher Weise angewendet, zum Beispiel in Chile. Das ist nicht bekannt, aber als Allende gestürzt worden ist, waren die Pläne der Chicagoer Schule schon bei den Generälen, die sie praktisch sofort umgesetzt haben. Und diese Dinge sind als erstes die Deregulierung, keine staatlichen Regeln für die Wirtschaft. Wir haben in Deutschland eine soziale Marktwirtschaft, die ÖDP will eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft. So etwas ist für die Leute dieser Chicagoer Schule ein Gräuel. Denn das sind ja Regeln, soziale Marktwirtschaft, das darf nicht sein. Also kein Einfluss des Staates auf die Wirtschaft. Logischerweise Sozialleistungen kürzen, denn Sozialleistungen kosten ja Geld. Und möglichst alles privatisieren, was nicht nied- und nagelfest ist, denn mit Wasser zum Beispiel lässt sich Geld verdienen. Mit der Verwaltung, Sie kennen das Projekt von Bertelsmann, die Verwaltungen, vor allem die kommunalen Verwaltungen in Deutschland zu übernehmen. Sie haben es bei Teilen der Würzburger Verwaltung versucht, aber das hat sich logischerweise nicht bewährt. Industrielle Infrastruktur, all das, alles was irgendwie machbar ist, soll privatisiert werden. In den USA ist ja so weit, dass sogar Teile der militärischen Aufgaben privatisiert sind. In Deutschland fängt man an, Gefängnisse zu privatisieren, zumindest die Gebäude. In den USA gibt es übrigens gesamte private Gefängnisse und da zeigt eine Statistik, dass diejenigen, die in privat betriebenen Gefängnissen einsitzen, oft länger sitzen als das, wozu sie verurteilt sind oder wo sie rauskommen könnten aufgrund von Rechtsakten danach. Das heißt, die Chancen für Gefangene in privaten Gefängnissen sind deutlich schlechter, statistisch signifikant im Vergleich zu staatlich betriebenen Gefängnissen. Gut, ein weiterer Punkt. Mit Krediten kann man, ist bekannt, einen Staat kaputt machen. Früher hat man Staaten erobert und hat dann dort die Macht übernommen. Heute ist es nicht mehr nötig. Heute wirft man Staaten in Schulden. Und hier ist das eine Politik, die seit langer Zeit eigentlich von den USA betrieben wird, in verdeckten Firmen wie Maine. Die haben Leute rumgeschickt, die die Aufgabe hatten, die Staaten in Schulden zu verstricken. Wie haben sie das gemacht? Sie haben ihnen vorgeschlagen, ihr seid ja so rückständig, wenn ihr Flughäfen baut, wenn ihr Straßen baut, Elektrizitätswerke und so weiter, dann werdet ihr von eurem jetzigen Zustand in die Neuzeit katapultiert, dann habt ihr wirtschaftlich tolle Aussichten und das bisschen, was ihr da an Krediten aufnehmt, habt ihr schnell wieder zurückgezahlt. So hat man denen das weiß gemacht und einer dieser Männer, die da abgestellt waren, John Perkins, hat in einem sehr lesenswerten Buch geschrieben, wenn wir richtig erfolgreich sind, dann sind die Kredite so hoch, dass der Schuldner nach einigen Jahren seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Dann verlangen wir, wie die Mafia, unseren Anteil. Dazu gehört die Kontrolle über die Stimmen in der UNO, die Errichtung von Militärstützpunkten und dann zählt er noch ein paar andere Dinge auf, die ihn hier nicht interessieren. Natürlich erlassen wir dem Schuldner dafür nicht die Schulden und haben uns wieder ein Land dauerhaft unterworfen. Das klingt jetzt fantastisch. Das klingt nach Verschwörungstheorie. Übrigens zur Verschwörungstheorie, Sie kennen das ja, sagt ein kleines Schweinchen zum anderen, meinst du nicht auch, dass der Bauer uns nur deswegen so gutes Futter gibt, weil er uns bald schlachten will?
sagt das andere Schweinchen, ach du mit deiner ewigen Verschwörungstheorie. Ja, aber das hier ist keine Verschwörungstheorie, denn ich habe selber im Jahr 1984 in einem internationalen Institut in Triest gearbeitet und da hat mir ein indischer Kollege erzählt, dass in Indien diese Leute genau das auch versucht haben. Und das ist jetzt unmittelbar aus der eigenen Erfahrung. Der indische Ministerpräsident konnte sich zum großen Ärger des Internationalen Währungsfonds dagegen wehren. Aber es gab Ärger. Ähnliches ist wohl in vielen afrikanischen Staaten passiert. Und hier war es besonders grotesk. Da sind die Leute gegangen und haben zu denen, es war Ende der 70er Jahre, gesagt, ihr müsst als erstes einen Großrechner kaufen. Das kostet viel Geld, das waren natürlich amerikanische Großrechner, ist ganz klar. Und da hat man dann denen Programme gegeben. Programme, die die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes berechnen, wenn man bestimmte Investitionen macht. Also wie sich diese Investitionen rentieren. Und für alle die, die es sich ein bisschen auskennen, das waren lineare Programme. Das heißt, die Wechselwirkungen waren überhaupt nicht berücksichtigt. Oder anders ausgedrückt, die Voraussagen dieser Programme waren beliebig falsch. Aber es ist natürlich immer rausgekommen, dass sich die Investitionen haushoch rentieren. Und ein paar afrikanische Staaten sind tatsächlich darauf reingefallen und dann unheimlich verarmt. Diese ersten beiden Beispiele habe ich jetzt erwähnt, da habe ich aus direkter Erfahrung mit den Leuten. Die anderen Beispiele sind aus dem Buch von John Perkins. Und hier ist ein Fall besonders wichtig für mich, das ist Venezuela. Venezuela ist eigentlich immer ein relativ reiches Land gewesen. Venezuela hat große Ölvorkommen und war eine Zeit lang, meines Wissens auch sogar in den 30er Jahren, der größte Ölproduzent der Welt. Dann ab 1973 sind die Einnahmen in die Höhe gestellt. Aus dem Ölgeschäft haben sie sich vervierfacht, weil der Ölpreis so hoch gegangen ist. Aber in den 80er Jahren kamen dann diese Leute, Hitmen, wie sie sich genannt haben, und haben der Regierung von Venezuela Kredite aufgeschwatzt. Die haben gesagt, ihr seid doch so rückständig, ihr müsst investieren, ihr müsst Eisenbahnen bauen und alles Mögliche. Und dann seid ihr auch in der Moderne angekommen und habt eine gute Wirtschaft. Die Regierung von Venezuela hat sich darauf eingelassen, aber 1989 ist der Ölpreis eingebrochen und die Rückzahlungen waren nicht mehr gesichert. Mit dem Erfolg, dass der Internationale Währungsfonds unglaublichen Druck auf das Land ausgeübt hat und eine der zentralen Forderungen, wie bei all diesen Dingen, wie bei den Neoliberalen, war ein praktischer totaler Sozialabbau. Das hat zu Unruhen geführt, bei denen mehr als 200 Menschen getötet worden sind. Und damit Sie ungefähr sehen, wie drastisch das Ganze war, in diesen Jahren ist das Pro-Kopf-Einkommen um mehr als 40% gesunken. Ich nehme dieses Beispiel deswegen, weil es zumindest für die Ärmsten der Bevölkerung ein Happy End hatte. Es kam nämlich dann Chavez, der mehr Abgaben von den Ölfirmen gefordert hat und diese Abgaben nicht in die Entwicklung der Wirtschaft gestellt hat, zum großen Ärger der Oberschicht, sondern er hat in die Verbesserung der Lebensbedingungen der Allerärmsten gestellt. Die sind immer noch nicht reich. Das hier ist ein Bild, was meine Frau vor ein, zwei Jahren in Caracas aufgenommen hat, ein Armenviertel. Das heißt also, Sie sehen, reich sind die Leute nicht, aber sie leben in Würde. Und das ist ein Riesenfortschritt. Können Sie noch zu Frankreich was sagen? Na, gar nicht. Können wir diese Dinge vielleicht nachher machen? Sonst zieht sich das Ganze zu sehr raus. Wenn Sie die Frage einfach bitte nachher nochmal stellen. Gut. Geben Sie diese Informationen liefern. Seien Sie ruhig, hören Sie zu. Gut, die Sache ist jetzt, dass man mit diesen Krisen natürlich viel erreichen kann. Ist eine andere Baustelle, gebe ich zu. Ich zitiere hier John Williamson,
1993 gesagt hat, man wird fragen müssen, ob es möglicherweise sinnvoll sein könnte, absichtlich eine Krise zu provozieren, um die politische Blockade der Reformen zu entfernen. Beispielsweise ist gelegentlich vermutet worden, es würde sich lohnen, in Brasilien eine Hyperinflation anzuheizen, um alle so einzuschüchtern, dass sie diese Veränderungen akzeptieren. Ähnliche Äußerungen haben wir zum Beispiel hier von Michael Bruno. Friedman hat auch solche Dinge formuliert, habe ich jetzt einfach nicht hier projiziert. Also das ist etwas, was durchaus sehr eng mit der Chicagoer Schule zusammenhängt. Die Frage ist, ist das alles Fantasie? Ist sowas tatsächlich einmal passiert? In Kanada war es so. Kurz nach dieser Rede von Williamson hat eine Ratingagentur die Kreditwürdigkeit von Kanada heruntergestuft, deutlich heruntergestuft. Das hat einen riesen Börsensturz, Probleme für das Land gegeben, bis eine Journalistin zum Glück schon nach 2-3 Monaten nachgewiesen hat, dass diese Ratingagentur manipuliert hat, dass das nicht auf Tatsachen bestanden hat. Und dann hat sich das Ganze wieder aufgelöst. Aber das ist ein Mann auch aus dieser Schule. Er hat später irgendeinen hohen Posten gehabt, ich weiß nicht mehr welcher, aber er ist der Chicagoer Schule zuzuordnen. Wenn ich diese Dinge erzähle, dann läuft es mir buchstäblich kalt den Rücken runter, wenn ich Schäuble höre, der in der New York Times gesagt hat, wir können nur eine politische Union erreichen, wenn wir eine Krise haben. Und dass da durchaus praktisch auch was in diese Richtung geht, ist meiner Meinung nach die Zypernkrise. Die Zypernkrise ist finanziell ein Klacks. Das, was Deutschland im Rahmen der EU-Verpflichtungen getroffen hat, waren 2,43 Milliarden Euro. Die Zeitungen waren voll, längere Zeit. Und als Folge der Zypernkrise ist die Bankenunion angedacht worden. Aber nur damit man vergleicht hat, die Umstellung des Polizeifunks von analog auf digital funktioniert seit Jahren nicht. Es gibt noch nirgendwo in Deutschland eine Stelle, wo es für alle angeschlossenen Dienste abgenommen ist, also Regelverfahren. Der Bundestag hat gesagt, bei 10 Milliarden Euro soll Schluss sein. Man wird damit nicht zurechtkommen. Man wird mit Sicherheit etwa 15 Milliarden Euro zahlen müssen. Davon redet niemand, von diesen 15 Milliarden. Das ist einfach so. Aber 2,43 Milliarden, davon sind wochenlang die Zeitungen voll. Da ist doch irgendetwas faul. Was können wir tun? Wir müssen was tun. Denn Sie kennen den Spruch von Valentin, hofft man, dass es nicht so schlimm wird, wie es schon ist. Und dass wir dieses vermeiden, müssen wir was tun. Als erstes, logischerweise, wir legen unser Geld nur auf Banken an, die hier sauber sind. Ich werde Ihnen jetzt keine Namen nennen. Denn wenn ich Ihnen welche, dann vergesse ich die Hälfte und dann mache ich für die einen Reklame und für die anderen nicht, also sage ich niemand. Sie kennen sicher Banken, die da nicht verwickelt sind. Als zweites, wir wählen nur Parteien, die sich gegen diese Rettungsschirme und gegen diese ganzen Machenschaften ausgesprochen haben. Ja, wer ist das? Unsere schwarz-rot-grün-gelbe Einheitspartei im Bundestag hat einheitlich dafür gestimmt. Die einzigen im Bundestag, die nicht dafür gestimmt haben, waren die Linken, aber die würde ich aus anderen Gründen hier nicht empfehlen. Also müssen wir auf außerparlamentarische Parteien schauen. Da bietet sich als erstes die AfD, Alternative für Deutschland, an. Die haben wirklich gute Analysen, die haben hervorragende Wirtschaftswissenschaftler, aber einer der großen Geldgeber dieser Partei ist Olaf Henkel. Und dass er eine Politik macht, die nicht gerade unseren sozialen Vorstellungen entspricht, können Sie sich auch vorstellen. Das heißt also, die AfD macht sicher einen Teilbereich gut,
aber nur in Teilbereichen. Und ja, dann bleibt nur die ÖDP. Das Letzte, was ich hier sagen will, wir müssen mit unseren Bekannten drüber sprechen. Denn die allgemeine Presse, die Medien, werden mit Sicherheit nicht über diese Probleme informieren. Sie wissen, was Pressefreiheit heißt bei uns. Das ist die Freiheit von einigen wenigen, zu schreiben, was sie wollen. Und sie wollen darüber nicht schreiben, weil das natürlich wirtschaftliche Interessen tangiert. Also müssen wir darüber was machen. Wir müssen mit unseren Bekannten reden und diese Dinge einfach propagieren. Ja, wo soll das hinführen? Mir persönlich ist es ein Dorn im Auge, dass wir in Deutschland so wenig Solidarität haben mit den Völkern, die jetzt gezwungen werden, für die Misswirtschaft ihrer Banken, zum Teil ihrer Regierungen, gut, bei den Regierungen kann man auch sagen, die haben es gewählt, aber nehmen wir den Fall von Spanien an, da sieht es doch ein bisschen anders aus. Wir haben leider nicht die Solidarität, dass wir für die auf die Straße gehen. Aber über den Fiskalpakt, über diese unsinnig hohen Forderungen, die auf uns zukommen, kann es ja auch in Deutschland passieren, dass wir plötzlich bewirtschaftet werden, dass ein Defizitverfahren gegen uns eingeleitet wird. Und dann sind wir in derselben Situation. Machen wir das später. Aber ich erinnere Sie nochmal, ein Defizitverfahren kann ab 60% des, also Schulden von mehr als 60% des BIP eingeleitet werden. Deutschland hat 82%. Das heißt, so ein Verfahren kann jederzeit gegen Deutschland eingeleitet werden. Und wenn das der Fall ist, dann verschlechtert sich unsere Situation so, dass wir wirklich mit größeren Demonstrationen rechnen können. Jetzt schauen wir doch ins Grundgesetz rein. Im Grundgesetz steht im Artikel 20, es ist eine ganz entscheidende Stelle, das ist der Abschluss der Grundrechte in Deutschland. Dort steht als erster Satz, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Und weiter unten in Punkt 4 steht, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu durchbrechen, hat jeder Deutsche das Recht, Widerstand zu leisten. Soweit sind wir, wenn also ein solches Defizitverfahren eingeleitet wird, wenn wir Deutschen etwas zu spüren bekommen, dann bitte erinnern Sie sich an das deutsche Grundgesetz. Vielen Dank.